Heute küren wir den Foto-Videografen des Monats Januar 2023. Unter allen meinen Kunden kann jeder ein Foto oder Video einschicken, nur eins. Und dann wird unter all den Teilnehmern geschaut, okay, was das, welches gewinnt, das heißt Qualität, gab es irgendwelche Voraussetzungen, das zu erfüllen? War das Model was schwierig? War bestimmte Wetterbedingungen? Gibt es eine bestimmte Geschichte und so weiter und so fort? Dann wird geschaut, okay, in diesem Monat, wer gewinnt? Und was gewinnt der Fotograf oder Videograf des Monats? Zum einen natürlich einen schönen personalisierten Award von mir, eine Einladung hier in meinem Büro für eine Marketing- und Vertriebsschulung und ein schönes Bild ausgedruckt in Dinner 3 Format. Leider ist es so natürlich, wenn es jetzt, sage ich mal, ein Video ist, kann man natürlich nicht, ja, passt ja an sich ein Foto nicht, aber man kann ja kein Video jetzt, sage ich mal, dahin packen. Von daher ist es dann das Thumbnail oder ein Ausschnitt von dem Video. Und ja, ich würde mal sagen, dann schauen wir mal rein, wer gewonnen hat. Und gewonnen hat Frank Piskala. Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Du hast es diesen Monat gerockt mit diesem tollen Dokumentarfilm. Und zwar, wie ihr schon gerade gehört habt, das ist ein Film. Ja, das ist kein Foto. In dem Beispiel habe ich einfach aus dem Video einfach sozusagen einen Schnappschuss rausgemacht und hier ausgedruckt. Und ich bin mal ganz gespannt, wenn Frank dann auch hier ist und wir über das Foto bzw. das Video sprechen, über den Auftrag. Es war jetzt hier beim Nürburgring und natürlich so ein Rennen ist natürlich erstmal zum einen sehr spannend, aber trifft natürlich ein paar Herausforderungen als Filmemacher. Ne? So wie ich das schon aus dem Video herausgehört habe und wie man ja auch an der Straße erkennt, scheint es dort auch schon geregnet zu haben. Und natürlich muss man da bestimmte Vorkehrungen treffen dann mit dem Equipment. Bin auch ganz gespannt, was für Equipment er dabei hatte, was für Objektive er verwendet hatte, welche Brennweiten und natürlich auch, wie er dann sozusagen schnell vielleicht sich bewegen konnte oder musste auch teilweise, wenn er, sage ich mal, jetzt beim Boxenstopp oder sowas, wenn die Autos so reinkommt oder ob er sich das getimt hat und dann immer an den jeweiligen Stellen relativ lange verbracht hat. Aber da muss man natürlich, er meinte, er ist 24 Stunden da gewesen, um diesen Dokumentarfilm zu machen. Da kannst du jetzt auch nicht, sage ich mal, so lange an einem Spot verharren, sondern musst dann natürlich dann immer auch mal schauen, wo kriegt man die besten Spots und die besten Filmaufnahmen halt her. Ich bin sehr gespannt. Das wird ein sehr, sehr interessantes Gespräch, wenn du natürlich das sehen willst. Es wird hier auch den Kanal sein. Abonnier gerne schon mal den Kanal. Und ja, von daher, ich freue mich sehr, mein lieber Frank. Richtig, richtig toll. Ich werde auch mal gleich das Video gleich im Anschluss nochmal reinpacken. Dann kann sich jeder das nochmal gerne auch einmal komplett ansehen, das Gewinnervideo. Und natürlich, wenn du Fotograf oder Videograf bist, möchtest natürlich dann schnell vorankommen und auch tolle Filme, tolle Fotos, tolle Aufträge dann durchführen oder richtige Mitarbeiter für dich finden, dann trage ich gerne ein für ein kostenloses Erstgespräch bei uns unter www.edwin-rizel.de. Freuen uns sehr, von dir zu hören. Bis dann. Wir sind hier, um natürlich unsere Technologie unter Beweis zu stellen. Den GT3 ist eigentlich das Härteste, was wir überhaupt machen können. Wir sind die Erste, wo ein Fahrzeug hier fährt, ohne mechanische Verbindung. Wir schreiben Automobilgeschichte, dass es die Grundlage ist für das autonome Fahren. So eine Technologie entwickelt haben und für behinderte Menschen entwickelt haben und jetzt später die Fahrzeugindustrie revolutionieren wird. Spacedrive kenne ich ja jetzt schon auch aus dem letzten Jahr, da sind wir mit dem Porsche Cayman GT4 gefahren. Voriges Jahr waren wir natürlich Pioniere, haben zum allerersten Mal ein Steer-by-Wire-Auto beim 24-Stunden-Rennen starten lassen. Gerade im GT3-Bereich treten wir jetzt halt gegen die ganzen Werksteams an. Erstmal hoffe ich, dass wir 24 Stunden durchfahren können, dass wir durch unser Spacedrive-System entspannter als die Konkurrenz aus dem Auto aussteigen können. Ja, wir sind hier zum ersten Mal wirklich in sehr, sehr schwierigen Massenbedingungen gefahren, die eben auch Aquaplaning zur Folge hatten. Fahrzeuge in Aquaplaning-ähnlichen Zuständen zu bewegen, ist sehr, sehr schwierig. Das war auch eine große Herausforderung für unser System. Und da haben wir sehr viele Erkenntnisse gewonnen jetzt, die wir natürlich jetzt verarbeiten und auswerten müssen. Es ist aber wichtig, dass unsere Entwicklung einen roten Faden hat. Bei so einem Rennen gibt es eben auch viele neue Ideen, was eben die Lenkungsparameter angeht.
And if someone had never said to me, oh, this has got a fly-by-wire steering, I wouldn't know. Wir sind noch näher dran an dem Thema konventionelle Lenkung. Wenn sehr viele Schläge ins Lenkrad kommen, die wurden ein bisschen vom System weggefiltert. And especially here at the carousel on the Nürburgring. Normally that's a really violent corner for the drivers with like lots of feedback through the steering wheel. And with the Space Drive system, it's like driving a limo, you know, through there. It's really relaxed. Es ist einfach physisch ein bisschen entspannter zu fahren, das Auto. Du kriegst die Schläge nicht mehr ins Handgelenk. Da würde ich sagen, ja, gibt es einen Unterschied auf jeden Fall. Und es fährt sich einfach ein bisschen anders. Man kriegt das Feedback vom Auto, man nimmt es ein bisschen anders wahr. Das kann dich natürlich dann auch wieder Vorteile bringen für die nächste Kurve, weil du kannst dich dann viel besser konzentrieren auf die Begebenheiten, die vor dir liegen. Where racing is all about pushing to the limit all the time, so it really helps, you know, bringing the system into this environment to be able to get feedback from drivers who are used to driving at the absolute limit for lap after lap after lap. Die Ingenieure hier sind wissensbegierig, wollen natürlich so viel Input wie möglich von uns Fahrern wissen. Jeder Fahrer hat ein bisschen andere Vorzüge. Ja, ich gehe schwer davon aus, dass Steer-by-Wire und dann gerade das Space-Drive-System die Zukunft sein wird. Mobilere Innenraumkonzepte, autonomes Fahren oder teilautonom in verschiedenen Bereichen. Ja, letztendlich ist ganz, ganz wichtig, dass wir beim autonomen Fahren bei Steer-by-Wire-Lenkungen in der Lage sind, die Fahrbahnzustände aufzunehmen und dann wieder zurückspielen an das System. Da hilft uns eben der Motorsport sehr, sehr gut weiter, um vom Track auf die Straße dann zu kommen. Da gilt es eben halt auch, die Entwicklungsgeschwindigkeit hochzuhalten. Und das kann man nirgends besser als im harten Wettbewerb des Motorsports.